Moin zusammen, wir sind heute mal wieder für euch im Hamburger Hafen unterwegs. Fast schon ganz draußen am Elbstrand ist eine Brücke hier im Hafen, wo ganz besonders wichtige Akteure für den Hafen liegen. Und von diesen Akteuren wird sogar einmal im Jahr Ballett getanzt. Genau richtig, wir sind heute draußen bei den Schleppern und sprechen mit dem Managing Director der Fairplay Towage Group. Port Talk bei Port of Hamburg. Herr Collett, ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie hier bei uns im Port Talk begrüßen darf. Die Schlepper sind ja was wirklich Faszinierendes für jeden, wenn diese kleinen Kraftprotze die riesigen Pötte in den Hafen reinziehen. Können Sie unseren Zuschauern noch mal so ein bisschen erklären, wie funktioniert das eigentlich? Vielen Dank. Wir sind hier an der Schlepperbrücke in Hamburg. Hier liegen alle Schlepper des Hamburger Hafens. Es gibt 3 Liegeplätze an Landungsbrücken, die manchmal belegt sind, aber nicht immer. Die Schlepper warten hier auf Arbeit. Die Arbeit in Hamburg findet statt 2 Stunden vor nach der Tide, nach Hochwasser. Und die Schlepper werden dann von der Einsatzzentrale elbabwärts dem aufkommenden Schiff entgegengeschickt. Das geht, wenn es weit geht, geht es bis Landesgrenze, das ist kurz vor Wedel. Dann machen die Schlepper einen Test. Die Anzahl der Schlepper bestimmt der Lots oder Kapitän. Es gibt eine Auflage der HPA bei Wind. Wenn die Schlepper dann fest sind, kommen sie auf, gehen dann hier in die Terminals, wird vielleicht vorher nochmal gedreht und dann zum Liegeplatz. Ja, wir hatten jetzt ja erst vor einem Monat ungefähr oder ein bisschen länger her schon das größte Containerschiff der Welt, die HMM ITC, das hier im Hafen zum Erstanlauf auf ihrer Jungfernfahrt. 1 Meter breiter als die bisherigen 400 Meter Schiffe. War das eine besondere Herausforderung oder eigentlich Alltag für Ihre Besatzung? Ein Schiff dieser Größe ist immer eine Herausforderung. Die Algeciras wäre jetzt der größte. Aber Schiffe, die ähnlich, nicht so ganz groß, aber in ähnlicher Größe, kommen sehr viele in Hamburg. Das heißt, unsere Leute können damit umgehen und es geht. Es wird zu großen Herausforderungen, wenn es windig wird, aber im Normalfall sollte das alles in Routine sein. Ja, wir haben jetzt ja durch die Corona-Pandemie dann doch auch alle Einschränkungen erlebt. Haben Sie für Ihre Besatzungen bestimmte Maßnahmen getroffen? Wir haben das Übliche gemacht, was alle gemacht haben, Hygiene und so weiter. Wir haben bei uns, die Herausforderung war, einfach die Leute gesund an Bord zu bekommen. Die bleiben dann 14 Tage oder eine Woche. Die Besatzungsmitglieder waren angehalten, wenn sie Verdachtsfälle in der Familie hatten oder im Bekanntenkreis, sich vorher zu melden. Dann haben wir diese Leute nicht an Bord gebracht, sondern gewartet, bis wir einen negativen Test haben. Ja, auch aufgrund von Corona ist der Hafengeburtstag ausgefallen dieses Jahr, damit auch das sehr, sehr beliebte Schlepperballett. Wir freuen uns, falls es nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfindet. Ist das für Sie immer noch ein besonderes Ereignis? Das ist der Hafengeburtstag. Das Schlepperballett gehört zum Hafengeburtstag. Es ist dieses Jahr leider ausgefallen. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann so stattfindet. Wir machen das gern, wir werden es auch wieder machen. Wir müssen inzwischen kleinere Schlepper aus anderen Häfen holen, weil die Schlepper, die in Hamburg hauptsächlich arbeiten, zu groß sind fürs Tanzen. Das ist etwas, sag ich mal, der Pferdefuß bei der Sache, aber wie gesagt, wir machen es gern. Ja, dann freuen wir uns, wenn wir nächstes Jahr wieder die Schlepper tanzen sehen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit heute. Ich bedanke mich auch. Wir durften jetzt ein paar Gründe hören, warum die Schlepper so essentiell wichtig für den Hamburger Hafen sind. Ohne die kleinen Kraftprotze würden die ganz großen Pötte nämlich gar nicht sicher an ihre Liegeplätze kommen. Für tolle Fotos und Videos könnt ihr der Fairplay Towage Group übrigens auch bei Instagram und LinkedIn folgen. Danke und bis zum nächsten Mal.